Hallo, herzlich willkommen zu unserer Ermutigung heute. Falls du dich fragst, was das da ist, das sind meine Schnupftabakvorräte, aber das nur nebenbei. Zwei von drei Gs für das Wachsen im Glauben hatten wir ja schon gestern und vorgestern: Gottes Wort und das Gebet. Heute das dritte große G, und das ist die Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen Jesusleuten, das ist für das Wachsen im Glauben geradezu unverzichtbar. Schon von Anfang an, seit der Auferstehung von Jesus, haben sich seine Jünger getroffen und haben sich über ihn ausgetauscht und zusammen gebetet und gefeiert und all das, was Gemeinde bis heute ausmacht und was Gemeinde bis heute tut. John Wesley, der Gründer der methodistischen Bewegung, der hat dazu gesagt, es gibt keine christliche Religion als nur soziale Religion. Also Christ sein, mit Jesus leben, das kann man nicht alleine. Das kann man nur sozial, also mit anderen zusammen. Darum ist die Gemeinschaft mit anderen Jesusleuten so wichtig und für das Wachsen im Glauben tatsächlich unverzichtbar. Das ist der Grund, ihr Lieben, warum wir im ersten Lockdown mit diesen Ermutigungen überhaupt angefangen haben. Vielleicht erinnert ihr euch oder manche von euch. Wir haben das getan, damit die Verbindung zwischen uns, die Gemeinschaft, nicht abreißt, als wir uns nicht treffen durften. Mittlerweile hat sich das geändert und viele sind neu dazugekommen und es hat sich fast sowas wie eine Ermutigungsgemeinschaft entwickelt. Das finde ich super. Aber auch die Offline-Gemeinschaft ist wichtig. Echte Menschen sehen, die auch mit Jesus leben oder ihn suchen. Und mit ihnen zusammen Gottes Wort hören und beten, nicht nur alleine, und feiern und sich austauschen. Christ sein kann man nicht alleine. Das kann man nur zusammen mit anderen, also in Gemeinschaft oder eben in der Gemeinde. Mir ist klar, keine Gemeinde ist wirklich perfekt. Und man ärgert sich gelegentlich auch über seine Gemeinde. In der Gemeinde treffen sich eben Menschen mit Fehlern, ganz normale Leute. Und es ist auch normal, dass wir manche von ihnen mehr mögen und manche vielleicht weniger. Keine Gemeinde ist perfekt. Es ist wichtig, sich das klarzumachen, denn manche Leute, die suchen so lange nach der perfekten Gemeinde, in der alles stimmt, bis sie irgendwann frustriert aufgeben und alleine versauern. Nein, keine Gemeinde ist perfekt und das muss sie auch gar nicht sein. Wir leben ja aus Gnade. Und das nicht nur wir als Einzelne, sondern auch die Gemeinde. Und darum darf und soll die Gemeinde ruhig fehlbar sein, Runzeln und Falten haben. Ja, die Gemeinde ist die Braut Jesu, aber sie ist eine Braut mit Schrammen im Gesicht. Und das ist auch ganz gut so. Also, neben Gottes Wort und dem Gebet braucht es Gemeinschaft, um im Glauben zu wachsen. Und ich will dir heute Mut machen, die Gemeinschaft zu suchen, die Gemeinschaft in deiner fehlbaren und unperfekten Gemeinde. Gerade da hat Gott dich hingestellt und er hat sich bestimmt was dabei gedacht. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet, passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf. Vielleicht besucht ihr am Sonntag die Gottesdienste in eurer Gemeinde und hier sehen wir uns wieder nächsten Dienstag. Bis dahin macht's gut. Tschüss.